Hey Leute und willkommen zurück zu CSS. So, letztes Mal haben wir hier mit Schatten und einer runden Kante gearbeitet. Dieses Mal, wie wir es letztes Mal auch schon leicht angefangen haben, wollen wir über Transparenz reden. Der Schatten war ja nicht komplett so richtig, er war durchsichtig an der Seite. Und dieses Durchsichtige kann man nicht nur auf Schatten beziehen, indem man diesen Blur-Effekt reinpackt, sondern man kann wirklich alle Farben Durchsichtigkeit geben. Und das Ganze findet ihr unter Opacity oder auch direkt unter der Farbe. Denn ab CSS 3 waren Farben mit Alpha-Kanal-Support. Und ja, Alpha-Kanal-Support ist ziemlich geil. Und zwar kann man hier einfach bei der Farbe, ich mache hier einfach mal direkt die Background-Color. Das ist das, wo man es am besten sehen kann. Wir machen einfach mal ein komplett rotes Teil, aber mit Durchsichtigkeit. RGBA in dem Fall. Und RGBA ist ziemlich gut, weil man da eben alles angeben kann. So, man gibt hier einfach wieder wie immer, die ersten drei Zahlen sind wieder R, G und B, also rot. Wir hatten gesagt, wir wollen es komplett rot machen. 0 grün und 0 blau. Aber jetzt haben wir noch dieses Alpha. Und Alpha geht von 0,0 bis 1,0. Alle anderen Werte sind kaputt, also die funktionieren nicht. Und deswegen muss man hier immer aufpassen, wirklich Werte zwischen 0 und 1 zu nehmen mit dem Komma dazwischen, aber Achtung, das Komma hier ist ein Punkt. Also mit Komma trennt ihr Werte, mit dem Punkt sagt ihr, das ist eine Dezimalzahl. So, und 1,0 ist komplett, komplett sichtbar, also so wie es immer ist. Ich zeige es euch gerade mal. So wird der Hintergrund komplett knallerot. Während wenn ich jetzt sage komplett 0,0, dann ist es komplett durchsichtig und wir haben einfach weiß, weil der Hintergrund ist ja weiß. So, und jetzt kann ich hier alle Werte dazwischen angeben, wie zum Beispiel 0,5 wäre auch was. Und dann haben wir hier so ein komisches Rosa. Wo kommt jetzt dieses Rosa her? Naja, Rosa entsteht, wenn man Rot leicht durchsichtig macht und über was Weißes drüber hält. Das ist genau das, was hier passiert ist. Und wenn ich jetzt hier dem Body noch einen Hintergrund gebe, sagen wir einfach mal, ich nehme direkt den Body und sage die Background Color, jetzt wird es wieder hässlich, weil ich kein Farbverständnis habe, ist blau. So, und dann passiert das hier, es wird nämlich lila. Denn wenn man ein rotes etwas hier 50% durchsichtig macht und man hat hinten dran was Blaues, dann entsteht lila dabei. Also immer vorsichtig sein, wenn ihr hier irgendwie was mit Durchsichtigkeit macht. Ihr müsst wissen, was der Hintergrund ist, sonst kann da was ganz, ganz Komisches passieren. Also ja, Farbmischen und so weiter, kennt man ja alles. Okay, mache ich aber wieder raus, denn wir wollen jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten damit. Es wurde nämlich nicht nur der RGBA-Farbraum eingeführt in CSS 3, sondern auch ein anderer Farbraum, nämlich HSL. HSL kennt ihr vielleicht, wenn ihr irgendwie mit Photoshop oder sowas mal gearbeitet habt. Das nennt sich nämlich dann Hue, Saturation und Lightness. Das bedeutet, wir haben als erstes den Farbwert, also zum Beispiel HSL, nicht DSL, HSL, Klammer und Klammer braucht man wieder. Ups, die war schon da, okay. So, und jetzt haben wir hier vorne einen Farbraum. Also man muss sozusagen hier vorne die Farbe auswählen aus einem Farbrad. Ein Rad ist ein Kreis und das hat 360 Grad. Bei 0 ist rot, bei 360 ist wieder rot und dazwischen ist alles andere. Also 0 ist rot, 120 ist dann grün und 240 ist blau. Und dazwischen sind jeweils die Übergänge. Also zwischen 0 und 120 findet ihr die Übergänge von Rot nach Grün. Zwischen 120 und 240 findet ihr die Übergänge zwischen Grün und Blau. Und zwischen 240 und 360 findet ihr dann die Übergänge zwischen Blau und Rot. Also sagen wir jetzt hier einfach mal, wir können eigentlich mal direkt einen blauen Hintergrund wählen. Also was Knallblaues jetzt. So, und jetzt haben wir hier die Sättigung. Sättigung ist 100%, also das gibt man alles in Prozent an jetzt. 100% bedeutet, man hat die volle Farbe, während 0% wäre was komplett Graues. Also dann wird einfach jeder Farbwert rausgenommen aus unserem, aus unserer Farbe. Sprich, es bleibt dann nur noch ein Grau übrig. Und das letzte war die Lightness, deswegen heißt ja HSL, Lightness ist das L. Und da hat man, wie hell ist das Ganze? Und da kann man einfach mal sagen, zum Beispiel 0% ist komplett schwarz, weil dann habe ich ja 0 Licht, also bei 0 Licht ist alles schwarz. Und 100% ist komplett weiß, deswegen wollen wir vielleicht sowas in der Mitte so bei 50% haben. Und dann haben wir was komplett Blaues.
Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, warum so umständlich, wenn ich auch einfach RGB benutzen kann? Manche Leute arbeiten sehr, sehr gerne mit dem HSL-Farbraum und für die Leute muss es sowas auch geben. So, jetzt habe ich hier aber noch kein Alpha und dieses Alpha, also die Durchsichtigkeit wieder, die kriege ich, indem ich HSLA benutze. Und dann habe ich hinten dran wieder mal meinen 0,5 Wert zum Beispiel oder auch 0,1 Wert für meine Durchsichtigkeit der Farbe. Also das heißt, wenn ich hier jetzt aktualisiere, dann sehen wir, es ist nur noch ein ganz kleines bisschen blau und das meiste ist eigentlich durchsichtig, während wenn ich 0,9 mache, ist es fast komplett blau, aber ein kleines bisschen was vom Hintergrund an weiß schimmert doch noch durch. Okay. Wir können dieses Durchsichtige auch komplett selbstständig eingeben und das ist das Letzte, was ich euch heute zeigen möchte. Danach habe ich euch genug gequält mit diesen Farben schon wieder, wer will denn sowas? Und das kann man machen mit Opacity. Opacity ist schon ein bisschen länger dabei, wie man sehen kann, sonst würde ich hier das Ganze nicht in grün sehen, sondern genauso wie bei Text Shadow. Also ihr seht, die neuesten Features zeige ich euch natürlich auch. Falls was dazu kommt übrigens, mache ich hier wieder weiter mit der Serie. Das gilt übrigens auch für alle Serien. Wenn ich irgendwie was finde, was neu ist, dann ja, dürft ihr euch auf ein neues Video freuen. Ihr dürft mir natürlich auch einfach vorschlagen, das geht genauso. Okay, bei Opacity, genug gelabert, was das angeht. Bei Opacity kann ich auch einfach den Alpha-Kanal von meinem ganzen Div in dem Fall, beziehungsweise von dem kompletten Teil, was ich hier habe, angeben. Und dann habe ich hier eine Opacity bei 0,6. Eingegeben und das sieht dann wie folgt aus. Wir kriegen überall, Achtung, auch bei der Schrift Durchsichtigkeit. Ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, das wollen wir nicht unbedingt, deswegen ist es immer sinnvoll, wenn ich nicht nur hier oben, also bei den kompletten Div, die Durchsichtigkeit einstelle oder höher stelle, sondern vielleicht nur bei der Hintergrundfarbe, weil die Schrift nicht unbedingt so durchsichtig sein sollte. So sieht es irgendwie aus, als wäre das gerade ein inaktives Fenster oder sowas. Kann man auch machen, aber ja, use it with caution, bitte. Okay, es gilt natürlich auch hier wieder, dass 0 komplett durchsichtig ist und 1 ist komplett sichtbar. Das heißt, ich habe jetzt hier ja, circa 40% Sichtbarkeit habe ich rausgenommen. Also immer noch recht gut sichtbar, deswegen ist es auch so leicht bläulich immer noch. Gut, ja, das war es auch schon wieder mit den Farben, was Neues dazugekommen ist in CSS 3. Und nächstes Mal machen wir Farbverläufe. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.